Boom live, meine Damen und Herren. Hier heute wieder aus einem Auto, weil, Gott, guck dir mal diese Föhnwelle heute an, weil ich nämlich nicht in den Bergen bin, sondern in dem wunderschönen Hamburg und natürlich nicht alleine heute, sondern Boom live. Ja, Alter, boom live. Das ist so. Das ist aber Facebook. Du musst jetzt noch keine, so. Du musst jetzt noch ja, keine Hashtags. Dann sage ich gar nicht. Ich wollte mich gerade sagen jetzt Hashtag nein, Hamburg. Nein, das ist Hashtag. Ja, das machen wir gleich. Okay. Das ist ja, man muss jetzt immer doppelt gemoppelt so, machen. Okay. Und wir fahren jetzt durch den Flughafentunnel. So, weil ziemlich dunkel. Ziemlich dunkel. Aber jetzt pass auf, es wird ja wieder hell. Jetzt schau. So, und das ist jetzt noch gar nicht mal das Spannende, weil wir sind ja manchmal, wie ihr wisst, im Bötchen unterwegs und heute erstmal im Auto, weil die Schauschis werden ja wieder rumgefahren, weil sie zu ortsunkundig sind, sag ich mal, nicht wahr? Aber liebe Freunde, es geht um Folgendes, nämlich heute ist ein ganz besonderer Tag und das weiß natürlich der Martin auch, aber er weiß noch nicht, dass ich jetzt hier darauf aufmerksam machen werde. Guckt sie mal hier schon mal diese Föhnwelle so. So. Aber ich habe die Föhnwelle extra heute legen lassen. Liebe Freunde, heute ist ein ganz besonderer Tag. Und zwar, lieber Martin, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Scherzerli, danke schön. Ja, bitte. Der Martin hat nämlich heute Geburtstag. Also alle, die jetzt hier während dieses Live-Videos noch da drauf sind, rüber auf die Seite von Martin und spammt ihn nieder mit Herzen und mit Liebesbekundungen zu seinem Geburtstag, weil heute der 35. Geburtstag von Martin ist. Es ist 27., aber ist völlig in Ordnung. Völlig ist okay. Entschuldigung, ich habe mich ein bisschen älter gemacht. Und wir werden heute noch einen schönen Tag in Hamburg erleben, weil wir nämlich noch jemanden mit haben, nämlich das hier. Das ist nämlich unser lieber Thilo. Muss ich jetzt noch irgendwas sagen? Ja. Oder? Was muss ich denn sagen? Ja, wie heißt du? Das hast du ja schon gesagt. Ja, stimmt. Wo kommst du her? Was sind deine Hobbys? Ich habe keine Hobbys. Okay. Und der Thilo schaut nämlich drauf, dass wir zwei an den richtigen Ort kommen, wo wir heute hin müssen, weil wir treffen heute noch jemand ganz besonders zum Geburtstag. Zum Geburtstag, ja. Das Ganze ist nämlich ein Geburtstag. Nein, cool. Zu deinem Geburtstag. Ach so, zum das Ganze ist nämlich heute eine Geburtstagsreise für den Martin. Wir haben noch ganz viel vor heute, aber jetzt sind wir beide schon sehr aufgeregt, weil wir nämlich zum Mr. Instagram fahren. Mr. Instagram? Ja. Das ist der Spitzname, ja. Ja. Ja, nett. Ja, Mr. Instagram, Mr. Facebook. Vielen Dank für die Glückwünsche, ich sehe es gerade. Genau, Dank. Und wer das ist, dazu später. So, und jetzt, das ist jetzt deine... Aber wir verraten schau jetzt mal. Nicht, wer es ist. Schau mal. Alles, ach, danke. Das lassen wir jetzt einfach mal laufen. Und ihr seht die Tränen der Rührung von Martin. Ja, warte. Und was sie dir wünschen auch. Aus Waldbröl zum Beispiel. Herrlich. Nadja. Aus Thüringen. Danke, Nadja. Danke, Kerstin. Kerstin, genau. From Poland. Oslo. No. Yes. Vielen Dank. Grüße nach Oslo. Gratuliere mit Dagen. Happy Birthday. Mhm. Die 1000 Küsschen nehme ich an. Aus Hamminkel. Hamminkel. Oh, der Kollege der Oellinger. Ferry. Der Ferry. Der Ferry. Der Ferry. No Ferry. Servus, schon. Ferry. Wir werden dich dann da taggen wieder so. Luigi sagt noch einmal, Bergretter, da passt du ganz kurz zusammen. Jawohl, aus Niederbayern. Gunn, England. Ah, liebe Freundin von mir schon dazu, der nichts an dir, weißt du, sitzt halt noch am Rechner. Weiß ich ja. Weißt du, Dortmund, grüßt aufs Herzlichste. Sorry wegen der Meisterschaft. Was war? Nicht viel. Was so? Wieso Meisterschaft? Leider, aber ja, so grundsätzlich im Fußball. Ach so, ja. Ist Dortmund abgestiegen? Oh, ouch. Nein. 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 Aus der Niederlande. Wir sind in der Stadt, die... Aus der Niederlande. ...das Problem hat. Ja, nicht weinen, nicht weinen. Alles Gute zum Geburtstag. Ich. Was wünschst Mal du dir zum Geburtstag eigentlich? Das ist eine sehr persönliche Frage. Ah, möchtest du die nicht beantworten? 5 Jahre weniger vielleicht? Ach komm. Naja, doch. Echt? Nein, das ist wunderbar. Du kommst ins beste Alter, das ist der schlimmste Satz, ne? Du kommst jetzt, wobei das ist... Mach dir keine Sorgen wegen den grauen Haaren, du kommst ins beste Alter. Ja. Die Leute, die graue Haare haben, die sind schon im besten Alter. Oh, damn. Schau mal hier, ja. Nein, das Gefährliche daran ist, finde ich ja, dass man, erst hört man, mach dir keine Sorgen, du kommst ins beste Alter. Der nächste Satz ist... War das nicht ein tolles Alter? Es ist doch alles gut, du bist im besten Alter. Und wenn du das hörst, ist die Frage, wie geht's denn weiter? Alter. Mal gucken. Unterfranken ist da, Wernigerode. Wo ist Wernigerode? Denmark. Look at this. Nice, love it. Inge-Lise Nielsen aus Wien. Grüße. Grüezi nach Wien. Die Alexandria ist aus Tirol. Aus der Schweiz. Hey, schau mal. Wunderbar. Ich wünsche dir
viel Gesundheit, viel Freude, tolle Rollen, viel Arbeit, viel Zeit mit mir. Wenn das mal kein netter Wunsch ist. Mhm. Sie haben und, aufpassen, was man sich wünscht, aber gut, den kann ich in Erfüllung gehen lassen. Der Leo Bauer aus Wien, das ist ein Battle, das ist ein Wiener Kollege, das ist ein Regiekollege. Ein Battle. Ja. Gibt's eine, muss ich gleich erzählen, die Geschichte vom Battle, eine schöne Anekdote vom Heinz Maracek, den du ja auch gut kennst. Sehr gut, ja. Aber der den Vater gespielt hat. Der den Vater gespielt hat. Mein Geburtstagsgeschenk überreicht dir quasi hier. Und zwar schenke ich dir zu deinem Geburtstag einen Tag mit mir auf dem Elektroboot am Ammersee. Ich dachte, dann war und das letzte Mal war sozusagen fürs letzte Jahr. Das ist nein, da musst du ja nur kurz ausprobieren, ob dir schlecht wird, ob du seekrank wirst. Nein, ich werde der Mann aus, weißt du, der Mann aus den Bergen? Der Mann aus den Bergen ist nicht zu vergleichen mit dem Mann aus dem Meer. Ach, tolle Serie. Herrlich, Patrick Duffy. Patrick Duffy, ich habe mir lange Zeit versucht, diese Badehose zu kriegen. Die goldene. Die habe ich nicht bekommen, aber ich habe mir dann den Badeanzug von Borat geholt. Der passt auch. Hast du den? Ja, klar. Wir wollen Martin im Borat-Badeanzug sehen. Das Foto möchten wir noch sehen. Ja, gibt's zum nächsten Geburtstag. Schnuck ist je älter, desto interessanter steht da. Das ist ja auch schön. Slowenien ist da. Sehr Elmo. Gut. Und den Tag am See auf dem Elektroboot, den werden wir dann noch ergänzen mit einer schönen Runde Ballsport meiner Wahl. Das heißt, wir werden viel spazieren gehen auf kurzgemähtem Rasen und einen weißen Ball vorantreiben. So, das ist mein Geburtstagsgeschenk. Alles Gute. Danke. Was haben wir noch? Dann spiele ich mit deinen Schlägern. Ich muss mit deinen Schlägern spielen. Die sind länger, die sind besser, die sind einfach schwerer. Da kann man besser durchziehen. Du brauchst andere Schläger. Ja. Wenn jemand einen gebrauchten Schlägersatz hat, zum Geburtstag von Martin, Stahlschaft, rechts, vielleicht sogar noch einen Inch länger, dann meldet euch, weil wir muss brauchen mal das. Muss ganz kurz ans Telefon gehen. Darf ich das? Unbedingt, ja, ja klar. Ja. Ich muss ins Telefon. Guten Tag. Ich mache mir heute Sorgen um meine Haare irgendwie. Sag mal, das ist, oder? Sieht so ein bisschen onduliert aus, findest du? Ja, ehrlich? Ja, natürlich. Cool. Das möchtest du auch mal Hallo sagen, Alex? Vielen Dank, Joe. Nee, Dankeschön. Der Alex möchte nicht Hallo sagen. Ich sitze gerade mit Hans im Auto. Und aber der Hans Alex ist ein Netter. Live Facebook und ich telefoniere mit dir sozusagen, ja. Das wer ist dran? Die Joana ist dran. Joana? Die Joana ist dran, ja. Also, wer ist Joana? Joana, ja. Joana. Wer ist also Joana? Wenn du jetzt mal auf Hans Kanal wer gehst. Joana? Dann, Joana. Joana. Wer ist Joana? Joana Pinheiro. Oh, Joana Pinheiro? Ja. Ah. Ja. Mhm. Andrea, Grüße. Genau. Cool. Das wäre eine Show, der Borat-Anzug am Ammersee. Das wäre eine Show. Ich werde es versuchen, möglich zu machen. Ich werde es versuchen. Sehen wir euch morgen beide. Mich werdet ihr morgen sehen. Der Martin ist leider morgen nicht da. Ja. So. Hamburg ist aber schön heute. Warm ist es in Hamburg. Gestern hat es 27 Grad gehabt, hier habe ich gehört. Verrückte Welt. Verrückte Welt. Und ein Bierchen in der alten Villa, auf alle Fälle. Nein. Weil Leute, so machen wir das. Jetzt weiß ich nicht, ob er das... Ja, ne, Frau Werner, ich habe die Haare schön, finde ich auch. Einmal zum Friseur, wieso? So. Finde ich auch, Frau Wichmann, danke. Brauchst du noch länger, weil dann machen wir hier Schluss. Ach so, ja. Dauert das noch länger? Ja, dauert noch eine Sekunde, ja. Eine Sekunde, ja, sonst legst du auf oder leg ich auf? Ich verabschiede mich einfach mal und du kannst ja dranbleiben. Ich sage einfach mal Tschüss. Ah, du sagst ja Tschüss. Ich sag mal Tschüss. Also Tschüss und vielen Dank für die ganzen Glückwünsche und einen schönen Tag aus Hamburg in die ganze Welt. Dem schließe ich mich an und der Thilo auch. Ja. Wiedersehen. So ist es. Oh, da können wir jetzt einen kleinen Hinweis finden. Schau mal, da fahren wir jetzt nicht hin. Also, du ja, das mache ich schon, das regle ich schon. Okay. Für ganz Findige. Also, wir melden uns später, wenn wir Mr. Instagram gefunden haben und dann sind wir wieder dabei. Liebe Grüße und feiert den Kerl auf Instagram und der MG... Ist schon, geh mal auf den Link, den ich dir gestern geschickt hatte von Sunny Sky und der ist schon... Er ist so busy. Gib mal einen Martin Gruber auf Instagram und spam den zu heute. Ja, alles Gute zum Geburtstag. Also, bis später. Tschüss.